Welcome back to another German Food Review and it's Protein Bar time. Protein Riegel, so Protein Bar, Coconut and Almond and 45% of Protein and max 25% of Carbs. Okay, by Leyenberger or Leyenberger, no idea. Low carb stuff. Okay, and yeah, first of all, 35 gram, that's a nice snack size. And 127 calories, and for me it's just a chocolate replacement, I have to say that every time. So, but as you can see, per 100 gram it's just 365 calories, or 370, let's round it up. So, no sugar, and yeah, 16.2 gram of protein per bar, that's okay. And low fat, relatively low fat, but okay, yeah. A little fat is not that bad. I'm Trinkwald. Price? Oh, I forgot the price. Let me check that. If I can find the bill. Yes, 1 second. €1.19. €1.19 for 35 grams. So it's not low, but not really high. Okay, let's open that. No, let's got the protein first. I have no idea about this, but the first one is Milch Away, so it's milk protein and milk protein concentrate, and this is whey protein concentrate and more stuff. Yeah, quite a lot of stuff in it. Look at it if you care about that. I don't really care. 3% coconut flakes. Mm-hmm. More stuff. Sweetener, sucralose. No idea about the translation. Yeah, and vanillin. So what do I expect here? I hope it tastes a little like Ferrero Raffaello. So it's a summer flavor. Let's open it. Okay. Yeah. What the heck is this? Can't open it. What is this? That's ridiculous, isn't it? Ugh. Yeah, that's a really bad mechanism. Now it's destroyed. Oh, I'm sorry. Okay. Oh, that looks dirty, doesn't it? And of course, it's super hot outside. So I can't touch that stuff, but there are coconut flakes on it. Interesting. Sniff test. Yeah, smells like coconut and like protein. Okay, is this okay? Let's do a thumbnail here. Yeah, of course, the flavor is destroyed anyway. That's enough. Okay, let's eat it. Oh, this one is really stiff. Nice. As you can hear, it's crunchy somehow. Let's investigate. So, I think there are crispies inside. Oh, what is this? Is this a crispy? Chocolate, filling, crispies, coconut flakes. Here we go. Mm. Okay. Oh no, but it's bitter. Yeah, it tastes like coconut a little bit, but there's a bit of flavor. Mm, one more. Not sure what it is. Would I buy this one again? No. Mm, tastes weird. It's really bitter. So, for the taste, I wouldn't buy this one. Here we go. One more. Mm. Consistency is okay. Mm, yeah, but this one here is a little stiffer. As you can see, it's really hard for a protein bar, of course, and looks quite nasty. Here we go.
Na. Lion Berger. This stuff is bitter. It tastes like coconut, yes. Feeling is okay, not the best, but not the worst. But there's a bitter flavor and I can't deal with that. I would never ever touch this one again. 90%. Thanks for watching. I'll continue in German. So, es gibt ein Proteinriegel von Lion Berger. Low Carb, okay, also reduzierter Kohlenhydratgehalt. Schwieriges Wort. Maximal 25% Kohlenhydrate, 45% Eiweiß mindestens. Geschmacksrichtung Kokos Mandeln. Preis ist 1,19 Euro im Rossmann. Und wie ihr sicherlich schon wisst, esse ich die nur als Schokoladenersatz, denn die haben meistens weniger Kalorien. Der hier sieht ganz gut aus. Erstmal sind es 35 Gramm, das ist eine gute Snack-Size. Und zweitens hat er pro 100 Gramm nur 370 Kalorien. So, es sind 150 oder so weniger als Schokolade, das ist schon ein bisschen was. Dann sind pro Bar oder Riegel 16,2 Gramm Eiweiß drin und etwas Fett. Ja, ist nicht wirklich niedrig, aber auch nicht richtig hoch. Okay. Am Tränkwald. Ja, und das soll Kokos-Mandel-Geschmack sein, kommen wir gleich zu. Erstmal ist die Eiweißmischung. Milcheiweiß, Soja-Eiweiß-Isolat, Milcheiweiß-Konzentrat, Molken-Eiweiß-Konzentrat und Milcheiweiß-Hydro, was auch immer. Wo ist denn hier eigentlich Ende? Da war doch eine Klammer, oder? Wie auch immer, jetzt wisst ihr, was hier drin ist. Falls ihr euch dafür interessiert, mich interessiert es nicht. Hauptsache wenig Zucker und ein guter Geschmack und eine sehr gute Konsistenz. Aber jetzt, wenn wir das Ding mal hier austesten, so sieht er aus. Also nicht so schlimm. Ah, ich hatte erstmal Probleme, das Ding hier aufzumachen. Sehr schwierig aufzumachen. Nicht sehr gut. Und ja, die Flocken, die sehen ganz schick aus. Ist natürlich warm, schmilzt alles. Und so sieht es von innen aus. Wenn wir mal schneiden. Close-up-Cut. Und wie ihr hört, sind da Crispies oder so drin. Und wie ihr auch seht, muss ich mich hier richtig anstrengen. Das ist ganz schön steif. Ja, richtig hart. So sieht's aus. Erstmal muss ich noch schnuppern dran. Sniff Test, here we go. Ja, riecht ein bisschen wie Protein. Nicht so schlimm, geht. Und vorhin hat sie nach Kokos gerochen. Jetzt rieche ich das aber nicht mehr. Alles klar. Here we go. Das geht überhaupt nicht klar. Schmeckt nach Kokos, ja. Mandel weiß ich nicht. Die Konsistenz ist okay. Nicht die beste, nicht die schlechteste. Sie ist schön fest. Ja, wenn man mal was Festeres haben will, könnte man das nehmen. Aber dieser Geschmack ist bitter ohne Ende. Geht auch nicht weg. Dieses Ding würde ich nie im Leben nochmal kaufen, Hibigo. Ne. Ich weiß nicht, was damit falsch ist. Aber so, als wenn ihr einen Tonic trinkt. Allerdings ist da noch so ein komischer Geschmack dabei. Ich weiß nicht, vielleicht ist das die Mandel oder das Protein. Keine Ahnung, jedenfalls schmeckt er nicht. Das Ding ist absolut ungeeignet als Schokoladenersatz. Konsistenz ist okay, ein bisschen trocken, ein bisschen fester. Kann man sagen, ja, könnte man mal nehmen, aber da gibt es auf jeden Fall bessere. Aber an der Konsistenz scheitert nicht, aber an diesem Geschmack hier, dieses Bittere, das geht überhaupt nicht klar. Bekommt 90%, würde ich nicht normal kaufen. Kennt ihr diesen Riegel? Schmeckt der euch? Vielleicht mögt ihr es ja ein bisschen bitter. Ich kann damit nicht umgehen. Alles klar. 90%. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.